Heute gibt es von mir Psychologie-Tipps, wie du Prüfungsangst überwinden wirst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, ob ich unbedingt bitte mal ein Video zur Prüfungsangst machen kann. Und ich muss sagen, Prüfungsangst ist in meinen Augen wirklich so mein Spezialgebiet, einfach aus dem Grund, weil ich selbst so enorm gut darin bin. Ich bin so enorm da. Ich kann gar nicht ein Video machen, was so gut ist, wie ich selbst darin bin, keine Prüfungsangst zu haben und in so einer Prüfungssituation zu 100% an mich zu glauben. Ich kann es nur per Energie gerade versuchen, auf euch zu übertragen, aber ohne Spaß. Ohne Spaß. Das ist so geil, wenn man das hat. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man diese Prüfungsangst überhaupt erstmal wegbekommt. Und zum Glück habe ich ja in meinem Psychologiestudium im letzten Jahr, vor allem im letzten Semester sehr intensiv, ging es da sehr stark darum. Und deswegen werde ich da einige Dinge davon einfließen lassen, die dich zum einen helfen, mal die Ursachen von dieser Angst viel mehr verstehen zu lassen und natürlich viel, viel wichtiger, die auch schlussendlich wirklich beenden zu können. Erstens, Anforderungen versus Fähigkeiten. Das ist die gesamte Gleichung, die du brauchst, um Prüfungsangst oder jede Angst im Prinzip fast zu verstehen. Das ist natürlich jetzt sehr stark vereinfacht. In der Psychologie bespricht man das aus vielen verschiedenen Winkeln viel, viel detaillierter. Aber für dich reicht es so eigentlich vollkommen. Das Einzige, was dein Kopf macht, ist in jeder Situation die Anforderungen, die an dich gestellt werden, mit den eigenen Fähigkeiten, die du zur Verfügung hast, zu vergleichen. Und wenn dein Kopf feststellt, shit, die Anforderungen sind höher als meine eigenen Fähigkeiten, dann entsteht Stress und auch Angst. Ist ja natürlich logisch, weil da kommt was auf dich zu und du hast das Gefühl, du schaffst es nicht. Und das ist immer das, was das Allerschlimmste ist, ja quasi wieder Tod, ja, oder Verlust, all diese Dinge assoziiert dein Kopf damit. Und deswegen passiert dann auch nämlich die andere entscheidende psychologische Sache. Nachdem dein Kopf merkt, okay, wir kriegen das hier nicht gebacken, versucht er, diesen Klausurtermin, der quasi ja so auf dich zukommt, dem aus dem Weg zu gehen, indem wir sagen, ha, ich bin krank. Deswegen wollen auch Leute, die Prüfungsangst haben, oft einfach krank machen. Weil sie versuchen, diese Situation aus dem Weg zu gehen, weil es dann keine Rolle mehr spielt, wie die Anforderungen im Vergleich zu den Fähigkeiten stehen, sondern du kommst einfach außen rum. Aber nachdem das natürlich nicht möglich ist, zumindest nicht, wenn du die Oberstufe sehr, sehr gut abschließen möchtest, besprechen wir jetzt, wie du dem Ganzen eben auch entgegenwirken kannst. Zweitens, du machst die gesamte Einschätzung. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil wenn du jetzt gerade gedacht hast beim ersten Tipp, oh shit, ja, aber was soll ich denn dann machen, wenn meine eigenen Fähigkeiten geringer sind als die Anforderungen, dann kann ich es ja gar nicht schaffen. Das ist alles nur von dir selbst gemacht. Weil dein Kopf, der weiß ja gar nicht genau, was in der Klausur drankommt. Kannst ja gar nicht wissen, wofür die Klausur geschrieben wird. Das heißt, es ist nur eine hypothetische Sache. Dein Kopf schätzt das sozusagen ein. Okay, wie hoch, glaube ich, werden die Anforderungen sein? Ja, irgendwo halt hier. So zwischen 0 und 100%. Und auf der anderen Seite schätzt ja auch deine eigenen Fähigkeiten ein. Du kannst nicht zu 100% auslesen, okay, wie viele Wörter kann ich jetzt in dem Vokabeltest und so weiter. Kannst du ja gar nicht machen. Sondern es ist in beiden Fällen lediglich ein Gefühl. Und was du jetzt machen kannst, das eben abzuändern. Aber das schaffen die meisten gar nicht. Weil diejenigen, die am meisten Prüfungsangst haben, sind immer die gleichen Personen. Und zwar diejenigen, die auf der einen Seite immer glauben, dass die Prüfung richtig, richtig, richtig schwer wird. Kennt ihr die Leute, die sagen, oh, das wird richtig, richtig schwer. Ich kenne jemanden, der es im letzten Jahr auch hatte, das war übelst schwer. Genau die Person. Und dann im besten Fall noch kombiniert mit sehr geringem Selbstvertrauen, weil sie dann immer sagen, oh, ich kann es nicht, ich muss lernen. Ne. Und dann ist natürlich die Differenz hier zwischen maximal und dann ist auch in den Fällen die Prüfungsangst am allergrößten. Drittens, reinterpretiere diese Bewertung ganz bewusst. Du hast einfach zwei Spielbälle, okay? Und die sind beide einfach nur in deinem Kopf, so wie du sie bestimmst. Das bedeutet, du kannst das Ganze bewusst reinterpretieren. Das bedeutet zum einen die Anforderungen. Warum sagst du dir, dass diese Klausur mega schwer wird? Du förderst nur deine ganze Klausurenangst. Sag dir doch viel lieber, hey, ich weiß, dass die Klausuren genau auf dem Niveau gestellt werden, wie sie für uns richtig sind. Wie wir sie nicht einfach so, aber mit ordentlicher, intensiver Vorbereitung schaffen können. Bam,
Du holst diese Klausur von ihrem Podium runter und sagst ganz einfach, hey, das ist genau auf so einem Level, wo es für mich eine Challenge ist und wenn ich Gas gebe, kann ich es packen. Und dann aber, genau wenn es um deine eigenen Fähigkeiten auch geht, viel, viel mehr an dich selbst glauben. Wenn du dich die ganze Zeit vorbereitest, warum redest du dich noch schlecht? Selbst wenn ich nichts gelernt hätte in der Klausur, ich würde da stehen und denken, ich habe das hundertprozentig drauf. Hundertprozentig. Ich würde zwar null der Realität entsprechen, aber ich würde es glauben. Und ich hätte keine Angst. Weil ich ganz genau weiß, hey, selbst wenn ich hier nur 1% rausholen kann, dann glaube ich wenigstens an das 1% und kriege das 1% als Punkt noch, anstatt den nicht zu bekommen, weil ich denke, oh, ich kann es eh nicht. Und so viele andere, die können alles, denken aber sie können nichts. Und dann kriegen sie natürlich auch die entsprechende Note, weil sie natürlich die Blackouts durch die Klausurenangst und die Prüfungsangst haben. Deswegen unbedingt, glaub an dich selbst und auch unabhängig davon, wie gut du vorbereitet bist, unmittelbar vor der Klausur, lass es zur Gewohnheit werden, dass du machst mit Musik, mit der Meditation, der Visualisierung, whatever. Du musst es schaffen, dass du in dem Moment, wo die Klausur anfängt, du dir sagst, ich kann das hier alles. Weil egal, dann ist auch fast egal, wie schwer oder leicht die Klausur ist oder wie leicht oder schwer du denkst, dass die Klausur wird. Wenn du wirklich der Meinung bist, hier, meine Skills sind bei 100%, dann kann auch die Klausur bei 100% sein, weil es ein Match und keine Differenz. Das bedeutet, du wirst keine Prüfungsangst haben. Viertens, wenn du es nicht schaffst, diese Differenz komplett wegzubekommen und dann eben noch diese Angst da ist, dann reframe die Angst. Was meine ich damit? Auch eine Emotion, auch der geben wir nur irgendeine Bedeutung. Ganz unterbewusst, aber wir können darüber Kontrolle gewinnen. Die meisten Leute, wenn die Angst haben, für die ist es einfach ein Indiz dafür, oh shit, ich habe Angst, was ja dafür spricht, dass eben hier die Differenz sehr groß ist und wenn die Differenz sehr groß ist, werde ich verkackt. Das bedeutet, Angst ist für die Leute immer, ich werde verkacken. Aber was ist, wenn selbst wenn die Angst da ist, weil manche sind ja wirklich in einem krassen Level, haben aber trotzdem Angst. Dann reframe das Ganze doch, bedeutet, seh die Angst nicht mehr als ein Indiz dafür, dass du verkacken wirst, sondern seh die Angst doch mal so, dass es einfach nur davon zeugt, dass es dir sehr wichtig ist. Das ist was sehr Positives. Nutz diese Angst dafür, dass sie dich pusht, um mehr zu lernen. Damit du einfach richtig gut vorbereitet bist. Und selbst wenn du kompletten Blackout hast, du dich trotzdem an Alter, dann kannst du, weil du einfach so viel gelernt hast. Deswegen, versuch einen ganz anderen, einen viel positiveren Bezug zur Angst herzustellen, weil dann wirst du sie auch viel weniger haben. Wir haben nämlich Angst immer dann, wenn wir sie nicht haben wollen. Oh, hoffentlich habe ich jetzt morgen keine Prüfungsangst. Und dann kannst du nicht schlafen, weil du Prüfungsangst hast. Ist ja vollkommen logisch. Aber wenn du dir denkst, ja, also vielleicht habe ich keine Prüfungsangst, vielleicht habe ich aber auch Prüfungsangst, ist ja dann egal, weil es zeigt nur, dass ich mir ist einfach sehr, sehr wichtig, dass ich diese Prüfung sehr, sehr ernst nehme. Dann gibt es auch nichts, wovor du Angst hast, Angst zu haben. Weil das ist nämlich der andere Punkt. Da hast du auf einmal eine doppelkettige Angst. Du hast Angst davor, Angst zu haben vor dieser einen Sache. Aber wenn du schaffst, dass die Angst vor der Sache eigentlich gar nicht schlimm für dich ist, wirst du keine Angst vor der Angst haben. Und als letztes wieder ein konkreter Praxistipp. Fünftens, atme unmittelbar vor der Prüfung sehr bewusst aus. Warum nicht allgemein achte auf den Atem oder atme tief durch? Ja, atme tief durch, yay, wow, Idiot, Mann, meine Angst ist immer noch da. Es gibt da wirklich einen physiologischen Hack. Ja, eine Emotion, Angst ist ja nur eine Emotion, besteht immer aus einem Gefühl, was in dir aufkommt und physiologischen, also körperlichen Reaktionen. Und über diese körperlichen Reaktionen können wir sehr, sehr viel eigentlich bestimmen, auch wie wir uns fühlen und dementsprechend auch, was für eine Emotion wir haben und wie stark eben die Angst ausgeprägt ist. Das bedeutet, wenn du es einfach schaffst, zu sagen, okay, ich achte jetzt ganz, ganz intensiv darauf, dass ich ausatme. Also wirklich auch länger als normal. Dann schaffst du nämlich folgende Sache. Was passiert denn eigentlich, wenn wir die Emotion Angst empfinden? Ja, wir atmen ein, ganz schnell. Weil unser Körper sozusagen versucht, Luft zu holen, um dann zu fliehen. Und auch allgemein, wenn wir in Angst sind, dass kein, oh, es kommt ein Tiger, sondern allgemein, oh shit, die Prüfung kommt, ist immer ein, wir sind immer mehr in diesem, oh Gott, okay, gleich geht's los, wir bereiten uns quasi auf so einen Kampf vor. Aber wenn du ganz bewusst ausatmest, zeigt dein Körper, dein Kopf im Prinzip, hey, es ist genau das Gegenteil der Fall. Machst einfach, niemand würde vor dem Kampf ausatmen oder bevor er wegrennt, ausatmen, weil du brauchst den Sauerstoff. Wenn du ausatmest, zeigst du deinem Kopf, es gibt eigentlich nichts, wovor du Angst hast. Das ist nicht einfach so, bam, und dann funktioniert es,
Das ist mehr so ein Balance-Spiel. Dein Körper wird dann gegen deinen Kopf rebellieren. Und das, da musst du dich selbst ein bisschen eingrooven, wie das für dich gut funktioniert. Aber es kann auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Quick-Hack sein, um da wirklich einfach, auch wenn alles mit den mentalen Sachen so falsch gelaufen ist, dass du dann deinen Körper noch nutzen kannst, um darauf Zugriff zu nehmen. Deswegen in diesem Sinne, ich wünsche dir das Allerbeste für deine nächste Klausur. Bitte lass dir nicht durch die Prüfungsangst verkacken. Glaub an dich, du hast es wirklich, wirklich drauf. Vor allem, wenn du dich gut vorbereitet hast, dann gibt es wirklich nichts, worum über du dich kümmern musst. Deswegen in diesem Sinne, ich glaub an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.